Hallo Freunde, Chris Natter von SwissChiefHD hier und heute mit der 13. Folge von meiner Road to Glory. Ja, heute werden wir nochmal den Pokal in Angriff nehmen, weil wir ihn ja beim letzten Mal ja ziemlich unnötig verloren haben. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Dann trickwärts nehmen wir die Red Bull Salzburg auswärts und heim nehmen wir dieses Gwang UFC Trikot. So, wir suchen jetzt schon unseren Achtelfinalgegner und dieses Mal dürfen wir einfach nicht verlieren. Wir müssen in das Final kommen und alles gewinnen. So, wir haben den ersten Gegner gefunden. Sein Team sieht folgendermaßen aus mit einer schönen Fünferkette. So haben wir es natürlich immer gerne. Und dann passt da eigentlich Hulk gar nicht rein oder nicht ganz, sagen wir es mal so. So, jetzt McKiddy mit einem schönen Rainbow, ein Roulette, ein Scoop-Turn, ein weiterer Rainbow. Auf der Rampe mit dem Vollrückzieher! Oh, das wäre eine geile Aktion geworden. Egal, es kann ja nicht alles klappen. So, jetzt Tarrapt. Mit Ballroll. Scoop-Turn, Roulette, Rainbow. Und dann ein Volley! Ah! Ah, schade. Jetzt bringen wir den nächsten Ball über mit. Über Busufa, der rennt da mal einfach vorbei, dann ein Scoop-Turn, ein Elastico, wieder ein Scoop-Turn, ein Chop, ein Rundet, ein Berbaspin, ein Scoop-Turn und dann, nein, er schießt das Ding nicht rein! Oh, da hätte er ja wirklich nur noch einschieben müssen. So, jetzt noch nie mit dem Freistoß, jawohl, der kommt gut! Oh, Marchetti! Er ist halt schon ein starker Torhüter. So, jetzt David Luiz. Mit der weiteren Ballrolle, mit einem Roulette und dem 1:0. Unser Innenverteidiger schießt das 1:0. Und ich denke, jetzt haben wir die Partie eigentlich schon so gut wie gewonnen, weil er hat eine 5er-Kette und er wird sowieso eh nie nach vorne kommen. Ah, jetzt wechselt er seine 5er-Kette. Er bricht sogar ab. Naja, das ist auch gut für uns. So, wir treten zum ersten Mal mit unserem brasilianischen Team an und nicht mit unserem Barclays russische Team. Mal schauen, wie sich das brasilianische Team schlägt. Ich denke, auch ziemlich gut. Ich hoffe es zumindest. Tja, wir haben den Gegner gefunden. Wir nehmen jetzt diesmal die Red Bull Salzburg Auswärtstrikot. Oha, er hat auch eine Road to Glory. Das nenne ich ja mal einen Zufall. Zwei Road to Glories gegeneinander. Aber seine Road to Glory sieht ein bisschen komisch aus, weil er hat ein Mischmasch-Team aus Silber und Gold mit zwei ziemlich krassen Stürmern. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass wir da kein Tor kassieren. So, jetzt Neymar. Zumba Neymar, das ist ein Foul! Jawohl, da gibt es den Elfmeter nach dem Ballrollflick. So, wir schießen. Ja, Ronaldinho kann eigentlich auch gut schießen. Wir schießen den oben links in die Ecke, so wie immer. Oh! Da hat er ihn geahnt. Schade, schade. Na egal, da werden wir sicher noch die eine oder andere Chance bekommen. Jetzt Yatzo mit einem Weitschuss. Oh, an die Latte. Oh, was der Gegner für ein Glück hat. Jetzt Robinho mit dem Rainbow und dem Schuss. Ah, und schon wieder dieser dumme Tschech. Der Parierer muss jetzt Ronaldinho mit der Flanke auf Santana. Oh, das gibt's ja nicht. DD, auch nicht. Nein. Oh mein Gott, wie viel Pech muss ich denn noch haben? So, jetzt Carlos Eduardo sieht da das. Ach ja, Neymar. Völlig freiläuft. Ah, da wollte ich wieder viel zu viel. Ah, ich muss mir das wirklich abgewöhnen, dass ich in der Road to Glory nicht zu viel skille. So, jetzt gibt es die erste Möglichkeit für den Gegner durch diesen Eckball. Ich glaub's nicht. Die erste verfickte Chance. Und der Ball geht gleich mal rein. Gibt's ja nicht. Na egal, wir haben ja hier. Ach ja, Neymar. Zumba Neymar. Oh mein Gott! Was für ein krasses Tor von Neymar! Holy shit, da hat er einfach mal die ganze Verteidigung hoch 100 auseinandergenommen. Das Tor nehme ich sogar in der Compilation, als nach dem Anspiel war. Jetzt machen wir gleich mal das nächste geile Tor. Mit So Beast. So Beast. So, Heel-to-Heel-Scoop-Turn. Und dann steht schon
2:1. So will ich das sehen und nicht so dumme Eckballtore, bei dem man eh nur Glück hat. So, jetzt nächste Aktion über Raffe. So, bis mit dem Sculptor wird er ganz klar umgehaut und das wird ein Tor geben, weil wir haben da so einen guten Schützen. Es ist nämlich niemand anderes als Gaucho Ronaldinho. Den werfen wir jetzt da kurz hinein. So. Zielen da. Ja, da kann er auch den Verteidiger ansetzen. Das wird ihm nichts bringen. Der Ball wird trotzdem reinspringen. Oh, da hat er aber Glück gehabt, dass ich den neben das Ziel positioniert habe. So, Ronaldinho holt sich den Ball, spielt weiter auf. Robinho, der macht... Oh, kein Dragback-Fake. Der Gegner hat jetzt wieder extrem viel Glück. Daher müssen wir aufpassen, weil wenn der Gegner Glück hat, dann kommen ja gerne mal solche Glückstore. Und es steht ja nur 2:1, das ist ja nicht gerade das beste Polster. Oh mein Gott, was macht da die Idee? Aber Jadson hat aufgepasst mit einem schlimmen Fehlpass. Oh mein Gott. Wieder so ein fucking Glückstor. Ich glaube nicht, ich kann nur Glückstor in der letzten Zeit. Das ist ja unglaublich. Im Finale in der letzten Folge habe ich ja 5 solcher Tore kassiert, die alle nur auf Glück basiert sind. Er hat nicht mal einen Schuss in der Statistik. Oh mein Gott. Er hat einen verfickten Schuss und 0 Schüsse aufs Tor, aber er bringt 2 Tore zustande. Also wenn das nicht zeigt, dass man Glück hat, dann weiß ich auch nicht. So, den schieben wir jetzt einfach eiskalt rein. Da muss ich einfach so machen, weil ja, da müssen wir in Führung gehen, damit wir jetzt wieder ein bisschen spielen können. So, jetzt Carlos Alberto mit dem Ronnie Waka Waka. Scoop-Turn, Roulette, Scoop-Turn nach außen. Ah, oh, schade, der Dragback-Fake wäre jetzt noch geil gewesen. So, jetzt machen wir mal wieder etwas mit Neymar. Ah, oh, der Gegner kommt gar nicht nach. Ah, dann kommt er mit Glück doch noch einmal. Oh, schlecht gemacht. Das ist Rooney away. Ah, DD, come on! Den holst du dir! Ah, herrlich, gehalten von, wer habe ich im Tor? Hart, genau. So, jetzt Neymar. Sehr schön, wie er sich da auf dem Flügel durchsetzt. Jetzt kommt der Running Waka Waka. Ah, er bleibt am Ball, herrlich, diese Ballkontrolle. Ah, und dann verliert mit In-Air Reversal hast du den Ball. Und den Konter gleich Rooney. Ja, gehalten, herrlich. Warte mal auf den Gegner. Spielt weiter auf Mariano, der im Zusammenspiel mit Robinho, der im Zusammenspiel mit Rafael Sobis. Jetzt geht er auf den Flügel. Ah, lässt er mal wieder die ganze Verteidigung aus. Alter, sehe jetzt Robinho. Oh mein Gott. Da wird er ja fast umgebracht und der Schiedsrichter gibt mal wieder keinen Foul. Da kann man nur so sein. So, jetzt Jadso mit dem Dragback-Fake in der eigenen Hälfte. Oh, was für ein Save von Joe Hart. Das war ja nicht mehr normal. Der Gegner hat jetzt auf sehr offensiv eingestellt und ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit Ankündigung das nächste Tor, sobald wir wieder im Ballbesitz sind. So, jetzt kommt das Tor mit Ankündigung. So, jetzt Neymar wird hier geschickt und macht einen Lupfer über den Tor. Nein, es war Offside. Oh, das wäre schon... Der Ball ist ja schon drin gewesen. Jetzt Rafael Sobis verliert auch den Ball. So, jetzt Robinho legt sich weit vor. Was macht er jetzt? Ein Roulette. Ah, wird hier umgehauen und dieses Mal gibt es den Elfmeter. Sehr schöne Sache. Jetzt Ronaldinho schießt sich einfach in die Mitte in der Hoffnung, dass er den Trick nicht kennt. Jawohl, Ronaldinho in der 85. Minute ist es besiegelt. Wir stehen wieder im Halbfinale. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann auch noch das Finale bestreiten können und hoffentlich dieses Mal gewinnen können. So, der Torhüter ist noch mit nach vorne gekommen. Das heißt, es gibt entweder ein Tor für mich oder für ihn. Also der Schiedsrichter pfeift jetzt die Partie ab. So, jetzt so Beast auf Mariano.
Der läuft mal auf den Flügel, macht ein paar Übersteiger, ein Berberspin, ein Chop und dann schießt er das Ding einfach rein. Also ich hätte ja auch ins leere Tor schießen können, aber das ist ja nur halb so spannend, also machen wir doch hier noch ein paar Skills. Und dort steht es auch schon 2 zu 5. Wir gewinnen es mit 5 zu 2. Spieler des Tages wird Raphael mit einer Bewertung von 9,8. Der Gegner hat uns noch eine Nachricht geschickt, die schauen wir uns gleich noch kurz an. That was too much skill for me. Für die, die es nicht verstehen, er hat gesagt, dass zu viel Skill, also zu viele Tricks für ihn. Also wir warten ihn, will er damit sagen. Ja, das ist ein gutes Ende für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!